Hallo? Ja, hast du irgendwo meine Kontaktlinse gesehen? Die ist auch runtergefallen. Ich sehe gar nichts. Ja, da kann ich mich drum kümmern. Hey, das ist aber. Yay! Ja, ich habe gesagt, dass ich mich kümmere. Darum kümmere, aber dass es schmerzlos ist, davon habe ich nie was gesagt. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, beim nächsten Part von Let's Play Darksiders von 93 Chovo. Eine dämonische Schnitzeljagd hat begonnen. Wir müssen die Wesen des Schattens ausfindig machen und sie eins nach dem anderen auslöschen. Wir haben die Gabe des Golems bekommen durch seinen ekligen Atem. Wir können sehen, wo sie sich verstecken und deshalb schaue ich erstmal hier rum. Wobei ich hier, glaube ich, ganz total rum falsch laufe. Ach, da drüben haben wir einen, da drüben haben wir, da komme ich hin, da komme ich hin. Da fällst du halt eben vor runter, aber... Ja, wir sind ganz nah, ich rieche es. Und das könnte auch der Gestank des Golems gewesen sein. Mal sehen, was es diesmal für... Ich sehe das ja so an als so eine Art Minispiele. Finde ich auch gute Abwechslung. Sozusagen manchmal mit Strategie. Was muss ich jetzt als nächstes machen? Hallo, du dämonische Sauge, und da, die Vibrationsfunktion ist aktiviert. Wir sind an Lachwettbewerb. Kriegszorn, ne? Generieren Sie Chaos, indem Sie Feinde verletzen. Achso, man soll also 30 Gegner mit der Chaosgestalt erledigen. Okidoki. Na, das kann ja heiter werden. Moment, da habe ich doch was. Moment. Achso, das ist die Zornenergie. Wir tun ja die Agro-Leute. Hoffentlich war das jetzt so gut. Natürlich, wir haben ja viel Energie. Kommt hier raus, kommt hier raus. Wer zuerst kommt, der mal zuerst. Also, Prüge für alle heute. Für alle Leute heute. Im Sonderangebot. Gut, die... Ah, Mann, jetzt ist schon wieder vorbei. Das heißt, wieder ein bisschen Zorn sammeln. Du wirst Zorn haben. Willst du was von meinem? Ja. Da nehme ich jetzt auch mal das Schwert. Sonst geht es nämlich hier viel zu langsam. Ah, die blöden Schattenwerfer. Die blöde Schattenwerfer. Na, komm du hier mit dem... Ja, was könnte ich da machen hier? Ja, ich könnte da erzählen, wie mein Tag so war. Hab kurz eine Arbeit geschrieben. Deutsch. Charakterisierung. Keine Ahnung, für was man sowas braucht im späteren Leben. Ich möchte ja nicht irgendwie Lehrer werden im späteren Leben. Wenn ich mal zur Schule draußen bin, dann will ich da nicht wieder rein. Und mit einem im Grunde reicht wirklich alles, was man in der Grundschule lernt. Lesen, Schreiben, Rechnen fürs spätere Leben. Anderes Zeug braucht man nicht. Auch wenn man zum Beispiel ein Praktikum oder sowas macht in der Schule, das ist... Ja. Das braucht niemand. Weil ich, na gut, ich muss manchmal jetzt zwar nachfragen, wenn ich was selbst nicht muss, also bei meinem Praktikum. Ach du liebes bisschen, wo kommt der denn her? Ja, hey, ja, du hier, backing up, geht hier nicht. Komme ich eigentlich mehr Zorn, wenn ich die so erledige? Wow, 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 du Herr Gesangsverein hier. Das ist der Extreme Wolverine hier. Oh ja, der ist sauer. Kabam, jetzt zeige ich dir mal, wer der große Macher hier ist. Ich bin der Hahn im Hühnerstall. So, dich erstmal weg. Oh, da komme ich mich erstmal um die Kleinen. Ja, der ist schon tot. Keine Sorge, Leute, keine Sorge. Dem geht's nicht schlecht. Dem geht... Er ist nicht krank. Er ist einfach nur tot. Das könnte ein bisschen knapp werden. Naja. So, dich einmal. Dann du einmal. Und natürlich auch du. Aber schicke neue Rüstungen habt ihr. Wo habt ihr die denn gekauft? Bei Kick? Kleidung clever kaufen bei Gag. Oh yeah. Wie auch zwischen den Angriffen wechseln kann, das ist ein schönes Schauspiel. Hey, hier. Bleib doch da, bleib doch bei der Party. Es gibt Drinks und Snacks für alle. Ich bin gleich tot, oder? Kabam! So. Und hier. Na komm, komm schon. Ich möchte ein bisschen auf dem Putz hauen. Ein bisschen auf dem Putz und auch auf dem Mohnenhaus. So,
So, nur noch 5 Gegner, das müsste doch zu machen sein. 4 Gegner, ach hey, da ist ein großer. Den schaffe ich noch, den schaffe ich doch nicht mehr. Ja, schrei du mich noch an. Ja, ich kann nichts für deine verhunzte Kindheit. Wenn deine Eltern dich nicht genug geliebt haben, dann warst du halt ein schlimmer Buchschütter, dann warst du ein frecher Strolch. Ein kleiner frecher Strolch. Wie die alle abhauen hier, wie die zusammenknallen, wenn ich hier nur den nahe komme. Spreche ich so schlecht? Habe ich seit langem nicht mehr geduscht? Kann sein. Es sehen ja nur die Tote, die ich in der Chaosgestalt gemacht habe. So, gleich ist es vorbei. Na du, hä, schlägst mich in den Rücken, ich schlag dir ins Gesicht. So sieht's aus, Freundchen. Okay, 3 noch. Das sind die 3. Tick, Trick und Track. Oder Tod, Töter und am Todsten. Ah, na wo bist du? Wahrscheinlich hat der Beobachter jetzt wieder irgendeinen schönen Kommentar. Na, na, was willst du? Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Hallo. Ja, hast du irgendwo meine Kontaktlinse gesehen? Die ist mir runtergefallen. Ich sehe gar nichts. Ja, da kann ich mich drum kümmern. Ey, das ist aber... Yay! Ja, ich habe gesagt, dass ich mich kümmere. Darum kümmere, aber das ist schmerzlos. Davon habe ich nie was gesagt. Wow, 3 Balken haben wir schon. Ja, viel. Jojo. Noch 4 von den Positionen. Mann. Eine, die habe ich ja schon hinten gesehen. Das war im Wasser. Ja. Mal ein bisschen Brustschwimmen hier üben. Kennt ihr das, wenn ihr mal eine lange Zeit nicht schwimmen wart? Ich kann zum Beispiel sehr gut danach immer noch schwimmen. Sogar besser als sonst. Na gut, ich komme hier durch. Ich habe keine Ahnung, wie ich schwimmen muss. Ich schau mal kurz auf die Karte. Wenn ich hier unter Wasser gehe, dann müsste ich eigentlich wo durchkommen. Ja, ich müsste eigentlich genau hier. Wenn ich hier weiterlaufe, dann müsste ich an das eine Tor kommen. Oder? Bin ich hier? Nee, hier bin ich nicht richtig. Hier sieht aber aus, als könnte ich irgendwo hin. Mal sehen. Hier jetzt lang, das heißt runtertauchen. Aha, hier kann man runtertauchen. Gut, dann bin ich ja richtig. Blup, blup. Du machst eine ganz schön gute Figur, Krieg, weißt du? Ja, wenn du mal richtig schwimmen würdest, ja. Auftauchen, jetzt tauch doch einfach auf. Gut, haben wir sonst noch hier irgendwas? Ach, das war da, wo ich das Teil von der Abgrundrüstung geholt habe. Gut, 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 dann waren wir schon mal. Alles klar. Was wird das nächste Minispiel sein? Jöppala. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Welt des Schmerzes. Mit Umgebungswaffen töten. 15 Feinde. Alles klar. Bah, bah. Es fallen Autos von der Decke. Wuhu. Gut, am besten schmeiße ich die einfach. So. Oder wäre es besser, wenn ich sie so drauf dämmer? Bam, bam. Autos heute im Sonderangebot. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Sind zwar alles Gebrauchautos, aber das sollte eigentlich kein Problem für euch sein. So, ich glaube, wenn ich einfach drauf schmeiße, dann geht es schneller. Ja, geht schneller. Hey, der ist gerade mit mir mitgelaufen. Hey du, hey, ja, na, öfters hier. Ah, für solche Momente liebe ich das Let's Play. Hä? Wow, wir können sogar so hochschmeißen. Na, sind wohl. Naja, das sind Kleinwagen. Die wiegen nicht so viel. Hey, geh doch mal aus dem Weg. Ich bringe dir da nur ein Auto. So, wo sind die nächsten Autos? Wo sind die nächsten Zombies? So, gut. Ah, schon mal die Hälfte hier. Hey, hey, hey. Hey, hey, jeder kriegt ein Auto ab. Ja. Hey. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ach nein, keine Eiterbeule. Keine alte Eiterbeule. Alles, aber keine Eiterbeule.
Alter Beulen sind mir suspekt und zuwider. Hey, hört ihr mal. Hört ihr wohl auf hier. Das geht mir gegen den Strich. Und gegen die Senkel. Ja, aber das Auto dann. Ja, dann nehmt euch euren Auto. Die liegen hier einfach nur so rum. Oder soll ich euch eins verkaufen? Aber ihr habt keine Taschen und daher habt ihr auch kein Geld. Also, was wollt ihr von mir? Alter Schwalter. Ihr seid ganz schön. Das wollte ich nicht. Oh, wow, wow, wow. Das war jetzt knapp. Schum, schum, schum. Schum, schum. Da, den falschen Gegner abgeworfen. Ich muss die Alterbeule irgendwie loswerden. Oder mich einfach schnell um die Kleinkegner kümmern. Ich habe hier noch genug Kraft. Das sollte also kein Problem werden. Wenn die mir nicht immer im Weg rumlaufen würden. Oh, das war jetzt knapp. Und er ist tot. Okay, gut, gut. Waren das alles eigentlich alle Taxis, die im Halteverbot standen oder so? Ach du Fresse, der extreme Wolverine. Nein, warum schmeißt du denn auf den Großen? Kümmer dich um die Kleinen. Heidewitzka, Heidewitzka. Gut, das war's. Was? Na toll, er hat auf den Großen gezielt, oder? Du bist ein Auto, du bist ein Auto, du bist ein Auto. Ja, ja, dann nimm. Der ist noch nicht tot. Nein. So, jetzt aber. Genick. Vor dem Meister des Autoverkaufs. Das bin ich. So. Dein Kommentar zu diesem Geschehen. Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt. Ja, ja, ja. Immer gut gefrühstückt und genügend geschlafen. Dann kann aus einem kleinen Mann ein großer Mann werden. So, Zornenergie, das habe ich ja gar nicht gebraucht. Und Energie zurück. Hab gar nicht so viel verloren, hm? Ich mache mich. Meint ihr, ich mache mich? Und nur noch zwei. Na gut, wo sind die als nächstes? Wenn ich hier schwimme und dann muss ich auf die obere Ebene. Ich muss hier ganz zurückschwimmen. Das wusste ich ja schon. Ganz zurück. An den Anfang der Geschehnisse. Also erstmal zum. Hoffentlich wird meine Haut nicht so runzlig. Ja, ein bisschen Zeit habe ich noch. Vielleicht mache ich die Folge ein bisschen länger, weil wenn es sich nur hier und dann um die Schnitzeljagd handelt. Nein, hier bin ich falsch. Dann kann ich das ein bisschen nur alles in ein Video packen. Muss jetzt nicht sein, dass das eine Video so beginnt. Wobei das vielleicht ein guter Übergang wäre. Wo muss ich lang? Da muss ich nicht lang. Zu den Richtung Häuser muss ich. Genau. Ja, ja. Du wolltest übers Wasser laufen, bist aber nicht Jesus. Ob der wohl einer Religion angehört? Ah, da haben wir einen. Das war doch das, was ich vorhin gesehen habe, oder? Hoppala. So. Okidoki. Was kommt als nächstes, mein einjähriger Freund? Verteidiger? Hä? Halten Sie mindestens einen untoten Soldaten für die vorgegebene Zeit lebendig? Sehen wir denn für jeden Untoten, der überlebt, das Belohnung aus? Hä? Jetzt soll ich mich. Ich soll Babysitter spielen für die Kerle? Ist das ein schlechter Witz? Ich soll Babysitter spielen. Na toll. Ja, ja, dann bleibt ihr doch mal bei Papa Krieg. Ja. Oh, irgendwie finde ich das aber auch wieder cool. Alle Mann, hört auf mein Kommando! Schlagt ihn die Hälse durch. Lasst keinen überleben. Wenn ihr sterbt, dann werdet ihr es durch meine Hand. Weil ihr nichts taugt. So. So, so, so. Gut, ihr seid gute Männer. Bessere Männer könnte ich mir nicht vorstellen. So. Halten sich wacker die Leute. Da. Ja. So. Wenn sie auf meiner Seite sind, dann sind sie sogar sehr, sehr sympathisch, finde ich. Und gut verteidigen können sie schon mal.
Ah. Das Schöne ist bei Darksiders 2, das habe ich glaube ich gar nicht erzählt. Ich spiele ja Darksiders nur um den zweiten Teil zu spielen, ja? Weil der hat mein Interesse erweckt. Oh mein Gott, ein Schwabbel. Okay, alle Mann auf den Schwabbel. Habt ihr gehört, Leute? Alle auf den Schwabbel. Also jetzt nicht so alle Mann und reingesteckt, sondern weg. Leute, weg! Oh, da war keiner. Gut. Dann habt ihr auch mein Kommando gehört. Dafür kriegt ihr einen Keks nachher. So. Moment, ach so, wir müssen kämpfen, bis die Zeit da abläuft. Verstehe. Kann ich die eigentlich damit verletzen? Ich glaube nicht. Wow. Eidewitzka, ich will doch nur meinen Schuriken werfen. Weg, 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 weg. Okay, alles Mann. Hinter mich. Ich kümmere mich um die Kerle. Oh, ich habe sowas wie ein... den Sprintangriff, sowas ähnliches, also anstatt Sprintangriff habe ich dann so einen Turmangriff. Uhu. Weg von meinen Männern. Wie lange geht es jetzt noch? Danach muss ich leider doch wieder ein Part beenden, sonst ist es wieder viel zu lang. Ich mag keine zu langen Parts, weil ich konnte auch nicht so die Konzentration halten. Also wovon halte ich es gerade? Genau. Darksiders 2. Ich möchte ja, damit ich die Story verstehe. Ja, wollte ich deshalb den ersten Teil spielen? Und da weiß ich schon mal, dass man zum Beispiel da spielt man ja dann als Reiter Tod, hat man verschiedene Fähigkeiten, entweder so nekromatisch, also magischer Angriff oder die Nahkampftechniken. Und ja, und da kann man zum Beispiel auch Ghouls beschwören, das sind sozusagen die eigenen kleinen Soldaten. Das hat mich halt nur daran erinnert. Weg von ihnen. Das sind meine kleinen Schätzchen, wisst ihr? Und niemand tut meinen kleinen Schätzchen etwas an. Ob sie nun tot sind, hässlich und weiß ich noch dazu. Das ist mir wurscht. Sie leben alle noch? Naja, was heißt leben? Na, sie leben so gut, wie ein Untoter leben kann. Ja, Luftkombos sind deine Schwäche, das weiß ich. Na komm. Kommst du. Und hier. Mega Finisher. Immer die Backe hinhalten. Immer die Backe. Den Spruch hatte ich schon, deshalb sollte ich mir vielleicht was Neues einbringen lassen. Ah, da ist noch ein... Oh, na toll. Du hast drei meiner Männer sind gefallen. Das darf nicht sein. Einer muss mindestens am Leben bleiben. Wie gesagt, wie sehr auch einer so einer am Leben bleiben kann. Und dreifach Gazier. Den mache ich einfach so fertig, ja? Oder du machst dich selbst fertig. Geht in Flammen auf. Buchstäblich. Du wolltest nicht mal auf dieser Welt verbleiben und deshalb gehst du halt in Flammen auf. Aber wirst nicht wieder Phönix Passage wieder auferstehen. Nur noch zwei. Wo sind die? Ich muss die beschützen. Ich muss da jetzt mitmischen. Ich muss in ihrer Nähe bleiben. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Einer von euch wird eine Frau kriegen, ja? Wer es sein wird, das müsst ihr dann mit euch dann ausmachen. So. 5. 3, 2. Das war's. Zwei Leute haben überlebt. Oh yeah, ihr seid die großen Macker. Und nun, ab hinaus mit euch in die Freiheit. Findet eure Frauen. Wenn die jetzt noch da sind, ich könnte die... Nein. Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt. Ja, ich bin halt eine Führerpersönlichkeit. Also jetzt nicht das, was ihr jetzt wieder denkt hier, hä? Damit wir uns noch richtig hier und nicht falsch verstehen. So. Also meine Lieben, den Part muss ich jetzt leider wieder beenden. Den letzten Punkt machen wir dann im nächsten Part fertig. Falls euch dieser Part gefallen hat, dann lasst es mich bitte wissen. Und dann sehen wir es, wie gesagt, beim nächsten Mal. Ich bin auch dran und ist Shobo, 93 Shobo. Ich schwimme noch lustig meine Bahnen. Schwimmen vielleicht mal in die andere Richtung, je nachdem, wo dann der Punkt ist. Da will ich halt mal schauen. Teilt dieses Video mit euren Freunden, damit meine Zuschauerschaft steigt. Und dann sage ich Tschüss. Und goodbye. Das ist doch nicht so gut. And goodbye.